Und ihr wollt nach Sofia, habe ich gehört. Ja. Dieser, hau mal raus, ne? Mike? Ja? Im Auto? Ja? Gibst du mir mal die Sachen wieder? Welche Sachen? Die ich dir gegeben habe, bevor ich ausgelockt bin. Ich habe keine Sachen von dir bekommen. Ich habe 2 Pausenbrote und 11 Bananenshakes. Mit wertvollen Wertgegenständen. Ja. So, Livestream noch zu sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, Livestream ist ganz wichtig. Ich poste gleich nochmal. Ja, haben wir schon, läuft. Oh. Was machst du da? Ich fliege, genauso wie das Auto unter mir. Ich kann mal Schlüssel so von der Karre. Geil, dass du diesen kleinen Reed hoch und das auch so da gestellt wird, hm? So, ich lasse dich mal hier raus. Naja. Was eine schlechte Idee. Wieso? Panzer des Fahrt oder ist das ein Hitler? Das ist ein Tempest. Ja, okay. Bring uns einfach jetzt mal runter hier. Und ein Hubschrauber? Humming. Einfach runter. Gott, was ist hier los? Runter. Und loslassen. Aber das ist schon sehr tief. Ja, dann gucken wir mal. Mhm. Da sind ja doch einige tolle Gegenstände dabei, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall. Wollt ihr mal was, verraten? Für die neuen Leute, die zugucken, dass sie vielleicht so einen Anreiz haben? Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ja, super Donator-Gutschein. Super Donator-Gutschein, aha. Einzulösen direkt bei der Polizei, können wir da? Maut-Tickets. Maut-Tickets, ja, ganz viele Maut-Tickets dabei. Da ist schon was. Rechts von uns am Schilf. Hm. Dann gebe ich jetzt mal lieber ein bisschen Gas. Oh, hinter euch ist ein Fahrzeug, ich wiederhole. Ja, ja, und ein Hummingbird folgt uns auch. Machen wir gerade eine Vollbremsung. Ja, machen wir eine Vollbremsung, machen wir gleich platt hier. Ab, komm. Ich glaube, der will nichts von euch. Ich hoffe, die wissen, dass wir uns wehren. Jetzt komm, spätestens. Komm. Warte. Hier haben wir keine Deckung. Caesar, wie teuer war der Hubschrauber? Wenn du jetzt anhältst, machen wir weg. Haben wir nicht den Gang offen? Nee, ne? Ich habe auch nicht genug Geld mit. Der steigt aus. Leute, den müssen wir doch haben. Eine Person, Gillisuit.
natürlich jetzt mal wieder super klasse. Bringen wir schon hin. Sie liegt hinter der Mauer, hinterm Fahrzeug. Ja, ach nee. Geht mal in Deckung, lieber. Hey, ich mag das schon. Warte. Das machen wir schon hier. So. Den Reifen habe ich zerschossen von der Version. Oh, ja, hab das ich. War der Umberto Bandana. Sehr schön, Mike. Komm mal. Dann gehörte der Hubschrauber rum, wahrscheinlich auch zur BB. Guckt rum, guckt rum, guckt rum. Sieht gut aus, sieht gut aus. Gut, ne? Mich fahren. Muss ich wieder mit der Karabiner hier die Leute wechseln? Kollege Schnürschuh, runter da. Wer ist denn da als Fahrer drin? Nicht. König. Ah, was? Ich bin als Fahrer drin? Entschuldigung, meine Freundin, Mensch. unser, Jungs. Unser Reifen ist im Übrigen. Jungs, ja, da landet ein vollbesetzter Hummingbird. Ja, das kann man auch normal sagen. Es ist zwar schön, dass du immer versuchst, ein bisschen Dramatik rum zu machen. Mal bitte auf Salzfeld. Können wir da vielleicht irgendwo reparieren oder so? Ja, genau, da wo wir keine Deckung haben. Ja, dahinter oder so? Eine Stadt ist so ein bisschen. Noch ein Hummingbird, links oben. Wer wird sie killen? Die Admin Gang. Ich mach mal eine Gang auf, ne? Ich mach mal eine Gang auf und nenn sie Admin Gang. Ja, ja. Das ist gut. Ich hab eine offen, die ist Outlaw, na gut. Ja, okay, ich mach ich. Nein. Wo? Wie heißt sie? Outlaw heißt die. Mach die mal bitte auf. Ist offen. Machen wir gleich rein. Ist geschlossen. Jetzt ist offen. Nö, ist offen. Schluss. So, ich park jetzt hier mal. Mike, du reparierst gerade bitte. Warte. Und go. Wie heißt die denn? Bitte schieß mal auf den Heli. Ich hab da schön die Flanke. Könnten mich nämlich so gleich erwischen. Wo ist er denn hin? Ja, hinter mir, genau hinter mir. Der bewaffnete Heli, der landet gerade in der Stadt auf der Hauptstraße. Warte, Feuer einstellen, jetzt nicht runterholen, nur dass die... Achtung, der landet nicht... Der landet ganz schön nah bei euch. Mike, wie lange brauchst du noch? Fertig. Gut, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Ich bin noch nicht drin. Ich bin drin. Ich bin jetzt wieder als Fahrer drin. Warte, Gott, zack, dann nochmal. So. Okay, bin drin. Geht's. Auf. Da kommen vier bewaffnete Leute in eure Richtung. Ah, das ist die falsche Richtung, ne, glaube ich. Vorsicht, ne? Hinter dem Schiff sind die. Wie, wieder nach Sofia? Okay. Darfst du nicht alles verraten? Einfach mal hinterher fliegen, bitte. Seht ihr den Heli? Der schwebt neben mir. Den könnt ihr übrigens auch abschießen, ne? Ja. Die haben das Feuer auf uns, also nicht eröffnet, aber... Doch, das ist auch BB. Mein Gott. Naja. Kann mal jemand die Frau da abstellen? Ja, sag den Weib. Patzi, kannst du mal die Tür zumachen? Die Admins beklagen sich. Ja, sie wüssten, in welcher Unterwäsche du das machst, würden sie sich nicht beklagen. Es kommt auf die Frau an, die da drin steckt. Ja, das ist meine, so, von daher passt das. Fahr mal bitte nicht nach Sophia rein. Du hast schlechte Gefühle. Ja, ja. Meine hat doch gerade gar keine Unterwäsche. Ja, das ist langweilig. Guck mal, links davon haben wir doch so eine kleine Base. Ja, die sollen uns schon noch ein bisschen jagen, ne? Aber campen finde ich langweilig. Guck mal, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen rotzen.
Ah, nee, Feuereinsteller ist ein Sunny oder so, nee. Das sind auf jeden Fall nicht die, okay, wieder reinsteigen. Oh, boah, der Herr Kleber ist ganz pfiffig. Er ist sehr pfiffig, ja. Der Herr PP Eistee möge bitte das Spammen im Sidechat aufhören. Hört doch mal auf. Boah, das ist aber... Ja, das ist super smart im Sidechat sich darüber zu beschweren. Mein Gott. Ich finde das immer so, ich find das so genial. Nein, erst jammern sie rum, warum redet ihr im Sideschritt und dann brüllen sie im Sideschritt hinterher, ey, halt die Schnauze. Ja, das ist Idiot. Aber das Witzige ist, das Skript kennt da keinen Unterschied, er bannt einfach beide, ne? Mal da, ist das der böse Hummingbird? Weiß ich nicht. Welcher? Ich glaube nicht. Ja, der vor uns. Glaube nicht. Der ist hat nur eine Person drin. Ja, das spottet vielleicht. Der böse war der mit den grauen, der graue Hummingbird mit den vier Leuten draußen dran. Ja, mal. Wir haben jetzt mal 18 Zuschauer. Zu Hallo, so einer Zuschauer. Späten Stunde, es ist Wahnsinn. Danke dir, Schatzi. So, ich hab Nervennahrung bekommen. Ja, das Thema macht sich gerade unbeliebt hier, ne? Gar nicht gesund. Warum? So spät soll man noch gar nicht essen. Warum macht sich der Eistee unbeliebt? Oh, fährt hier gut die Leute an. Sollen wir nochmal Hauptstraße? Ja, ja. Nochmal Hauptstraße. Gefährlich, ne? Da können wir gleich alle rausgerotzt werden. Ob du uns zu Tode fährst oder wir rausgerotzt werden. Macht auch keinen Unterschied, ne? Ach, was ist das erste Mal mit Sojo überhaupt? Ja, schon Spaß. Premium-Driving ist schon ein Erlebnis. So. Der Sojo macht bei Fast und Altes immer nicht mit, weil es wäre ja auf Dauer langweilig. Immer nicht? Wenn du 6 Monate am Stück donatest, kriegst du eine Fahrt mit Sojo geschenkt. Ja. Hey, wir würden schneiden. Hopp, aussteigen. da ist euer Hubschrauber wieder, Jungs. Da ist euer Hubschrauber wieder. Ja, ja. Ah, ja. So, ihr Kurve? Vorsicht, zwei Geländewagen. Kommen gerade in. In, wo, was? Ja, die da. Ja, nicht, dass du uns aus Versehen mal sagst, was los ist, ne? Ja, wirklich, mal so am Stück wäre mal eine ganz coole Sache. Ja, wir sollten mal anhalten gleich. Ja. Warum? Ein bisschen das Feuer öffnen. Das würde ich aber da vorne in der Ortschaft machen. Aber Polizei war da auch schon, ne? Ja, ja. Die haben auch schon auf uns gewartet. Ich habe jetzt keine Lust, Krieg mit der Polizei zu spielen. Wieso mit 7 Polizisten wirst du noch fertig? Kann jemand der Polizei mal mitteilen, dass das... Die sind das die ganze Zeit, ne? Naja, ist aber so 10, 15 Meter weit weg. Fahrzeug von vorne. Nach. Achtung auf eurer Spur. Oh. Ja, der will uns. Der will uns auch. Oh, schon wieder. Caesar, wie teuer war der Hubschrauber? 30. Erstmal Ruhe jetzt hier, wir brauchen ein bisschen Konzentration. Buchhändler? Willst du? Ja. Nein. Da war ich das letzte Mal, das war ganz eine dumme Idee. Wer schießt hier? Immer noch Heli? Ja. Boah, das war aber nicht Heli. Das war doch. Heli. Das ist alles der Helikopter. Dann müssen wir jetzt mal hier kurz ein. Wuhu! Komm, die können wir da auch runterholen. Ja, wir müssen jetzt mal hier. Ja, okay. Jetzt am besten. Ich bin auch hart getroffen. Pass auf, die landen fast auf euch.
Wow, die kommen runter, die kommen runter! Kann mich nicht bewegen! Jawohl! Weg! Reparieren, 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 bitte. Einer reparieren, Phönik. Muss mich heilen. Jungs, schwarze Limousine. Phönik repariert. Hier, unten an der Straße hat eine Limousine, ist am Rand gefahren. Eine Person steigt aus und läuft in eure Richtung. Ja, verstanden. Wer hockt denn hier als Beifahrer im Auto? Aussteigen, kämpfen. Sie ist ja schon wieder AFK, ich fasse es nicht. Was denn? Wieso denn? Hockst du da im Auto? Oh, Jungs. Ja. Wieder raus. Schießt zuerst auf Caesar, der ist sehr gefährlich. Ja, der ist einer hinter der Mauer. Ach, komm mit auf. Richtung, also genau im Norden. Ja, ich... Da fällt auch einer mit dem Kart. Wir sollten reparieren und ab... Ich hab repariert. Zwei Leute mit dem Kart, Achtung. Rein. Auto ist repariert. Ja, fahrt schon mal ein Stück hoch hier. Ein bisschen hoch, ich bin ein bisschen flankieren gegangen. Einfach nur ein bisschen hochrennen. Okay, ich fahr. Er hängt in der hängt im Boden. Scheiße. Ja, das sieht von oben so aus, weil das im Gras, als wie im Gras gerendert wird. Ach so. Okay, ich steig ein. Ruhe. Krieg ich bestimmt von meiner Freude. Wohin fährst du denn? Hey! Ja, chill doch mal. Er ist vor die Mauer gekommen und er schießt auf euch. Ja, das sehe ich, dass er schießt. Der Reifen ist kaputt. Boah. Deswegen wollte ich da nicht stehen bleiben. So, genau ja, deswegen. Aber du bist genau da stehen geblieben, wo er. Wo ist er denn? Hauptstraße. Brauche eine Positionsangabe, bitte. Er hockt wieder hinter der Mauer. Richtung Norden. Er läuft zu seinem Auto. Er ist in seinem Auto. Und fährt. Kann er reparieren, bitte jemand? Runter Caesar? Auf die Hauptstraße. Bitte? Kann er reparieren, Caesar? Ja, ich bin tot. Mich hat's erwischt. Gut. Okay, ja. Er haut ab. Einer repariert? Von euch bitte reparieren, ich bin ein bisschen flankiert. Vorsicht, da kommt ein Kartfahrer. Er haut nicht ab, er kommt von der Seite, Jungs. Ja, verstanden. Und da kommen zwei Kartfahrer in eure Richtung. Die hier das Geld von der... Ruhe. Die Karre wird wieder fahren. Repariert. Fahr mal ein Stück erstmal weg. Leck mich, Mann, ich will mein Eis essen. Leck mich, Mann, ich will mein Eis. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Wenn ihr könnt. Warum fährst du denn immer 500 Meter vorbei? Ja, weil ich, wenn ich wieder dort stehen bleibe. Genau deswegen. Alex Meres, so schnell du, holt du es fährst ein... hoch, den. Weil ich nicht am Rand vom. Ja, du wurdest von vorne erschossen. Ja, klar. Aber wenn ich wieder an dem Berg wieder stehen bleibe, dann ist passiert genau dasselbe, wo der uns gerade den Reifen zerschossen hat. Und ja. Wo ist denn der Meeres? Der war irgendwo bergauf irgendwo. Ja, Moment, ich spotte doch mal da oben. Ich scoute irgendwo mal. In den Gebäuden. Sein Auto sehe ich nicht, ihn sehe ich nicht. Ah, ja, doch, sein Auto habe ich gefunden, steht hinter der Metallhalle. Mhm.
Er ist in seinem Auto, Jungs. Ja, ich hab's gesehen. Um wie viel wetten wir, dass ich ihn töte? Ruhe, hey. Wo ist, wo ist unsere Karre? Die steht weiter vor der Metallhalle. Den Hügel hoch. Wo ist er denn jetzt? Er steht, wenn ich mich nicht irre, neben der Halle. Er ist jetzt neben dem LKW. Ja. Hat er dich? Ja. Dämlich von mir. Wer lebt denn jetzt noch? Ich. Panik. Oder? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Alles. Da ist er. Komm, dich treffe ich. Das kannst du mir glauben. Alles Polizisten, Mörder und Rassisten. Markieren bitte. Oben an der Hütte. Er ist bei der Limousine. Also campen würde ich nicht, der sieht dich, ne? So, jetzt lebt nur noch wer? Caesar ist tot, ich bin tot. Randale Rudolf ist tot. Phönix. Nur noch Phönix. Alter, wie haben die mich jetzt gesehen, ey? Mann! Ja, Gratulation an den, der das Event gewonnen hat. Mhm. Das ist dein Kopfgeldjäger, Phönix. Scheiß Cheater. Cheater, Hacker. Bann den einfach, ey. Bann den jetzt. Der hat bestimmt Wallhack benutzt. Ja, auf jeden Fall. Oder ein Bushhack. Das war nur ein Bush. Die Admins können hier gar nicht sterben auf dem Server. Einfach direkt wegbannen, ey. Er sollte jetzt auf jeden Fall Dietrich dabei haben, ne? Ich werde mich jetzt in den Presshubschrauber setzen und werde dahin fliegen und werde das jetzt weiterverfolgen. Ja, der wird schon weg sein. Nee, wird er nicht. Aber hört ihr eine Alarmanlage? Nee, ich glaube aber, die Karre war offen. Ja, aber fürs Inventar braucht man eine Alarmanlage, oder? Genau, er muss knacken. Muss ja, ja, aber er kann ja auch einfach erstmal irgendwo anders hinfahren. Und dann fährt wahrscheinlich hier zum Chop-Chop und verkauft die Karre. Beim Inhalt. Aber ich glaube, die BB hat auch noch ein Wort mitzureden. Naja, wir haben einen ganzen Heli zerstört, ne? 6 BBler vom Himmel geholt. Nicht 6. War das überhaupt die BB? Es waren 6 Leute. War aber nicht die BB, glaube ich. Doch, müsste. Ich glaube auch nicht. Nee, es waren irgendwelche. Ich kannte die nicht, also die Namen kannte ich nicht. War das SVL? Also ist nicht geil. Wer hat denn da den Piloten eigentlich erwischt? Also. Weiß es nicht. Ich hab nicht auf den Piloten geschossen. Wo ist eigentlich mein Heli? Welchen? Den Orca. Der noch da? Der ist abgeschlossen. Ah ja, okay. Also, so leid es mir tut, aber sowas lasse ich nicht offen. Ja, das tut mir auch leid, Griffin.
Ja, war doch ganz nett. Ah, die Belohnung lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Aber schon wieder derselbe, ne? Ja. Der zockt dich ab. Oller Stream Sniper. Naja, total lächerlich hier. Der hätte nie gewonnen, hätte er nicht Stream gesniped. Niemals. Das hätte er nie geschafft. Weil jetzt halt zur Strafe ist, stelle ich meine Tastatur auf blau. So, habe ich noch irgendwo einen Pressehelikopter? Wesp-AP. Ist beim ADAC gespawnt, ne? Ja. Ja, nur so zur Info. Ich hätte auch am Presseberg spawnen können. Oder Donator Shop Pyrgos. War dann eigentlich meine Diskussion mit diesem Salz dort irgendwie, Subvention? Hat man nicht hingehauen oder was? Auch was. Aber den Leuten ging es zu schnell runter. Hm. Warst aber schon ein bisschen bescheuert, ne? Weil... ja. Wollen wir dazu sagen, ne? Also der Orca steht noch da. Die Ghostbusters Hatchback hat er mitgenommen. Ey, das ist meine! Seinen hat er stehen gelassen. Da eben seine. Von ihnen ist weit und breit keine Spur. Du hast einen Schlüssel, ne? Ah ne, du nicht, glaube ich. Ich hab keinen. Ich würde einfach in Atira gucken, ob er da am Marktplatz steht und sich gerade Dietriche kauft. Dazu? Hm? Also ich schaue da nicht nach, weil er hat gewonnen. Fertig. Ja. Auch. Hat er auch. Was war denn da jetzt eigentlich drinne genau? Wahrscheinlich. Nee, weg, du Scheiße. Akte X-Bauplan, oder? Einer, ja. Nee, nee. Da war noch mehr drin. Ne, ich hab vorher alles draus. Hab mir gedacht, das ist doch zu viel. Ich bin mal raus, haut rein. Jo, ciao. Geh weg, du Scheiße.